zum 20-jährigen Taubertal-Festival. Da lädt man sich gerne Gäste ein, die ganz besondere Geschichten zu erzählen haben. Und diese Familie, die jetzt zu Gast ist, hat das definitiv. Denn zumindest die Erwachsenen sind seit 20 Jahren Gäste hier. Und seitdem die kleinen Prinzessinnen auf der Welt sind, sind die auch schon hier. Ich begrüße herzlich die Familie Zesinger. Das ist die Micha und da haben wir die Anna, die Lilly und den Gerd. So, und die haben sich doch tatsächlich hier kennengelernt, lieben gelernt und Familie gegründet und es trotzdem geschafft, alle 20 Jahre vor Ort zu sein. Es tut mir leid, dass ich so viel vorne wegnehmen musste. Was fällt dir sofort als allererstes ein, Micha, wenn du einfach nur das Wort Taubertal hörst? Wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Ja, das ist so das Erste. Ja, Taubertal ist immer Wochenende für uns, für unsere Familie. Ja, das gehört uns. Und gibt es dann, gibt es überhaupt ein Interesse an der Musik? Schon auch, ja. Jetzt auch schon die Kinder, die muss ich hören, Materia muss ich hören und das kommt jetzt schon auch. Und Interesse ist natürlich für die Musik auch da, ja. Dafür hast du ja viele Jahre gehabt, in denen du Bands gehört hast, die dir noch gut gefallen haben, wo die Kinder noch nicht mal richtig wussten, wo sie eigentlich sind. The Cure zum Beispiel. The Cure war, glaube ich, 2008 da. Die waren sehr schön. Dann neueres war jetzt Pink, war auch ganz gut. Und Seed war auch super. Das sind so die, die mir gefallen haben. Ja. Das Schlimme ist ja bei euch, ihr habt ja tatsächlich alle 20 Jahre gesehen, so viele Band-Highlights, wie wir hier aufzählen könnten, so viel Zeit haben wir ja wahrscheinlich gar nicht. Dein coolster Moment in den letzten 20 Jahren, außer dass du deine Frau kennengelernt hast? Die Band jetzt, also New Model Army, auch mit als Band. War dein und ja, auch mit, wo die da waren. Und wie gesagt, halt dieses Jahr vor allen Dingen, weil wir mal die Möglichkeit haben, ein wenig hinter die Kulissen zu schauen. Und das ist super. Also das ist toll. Alles, was dazugehört. Bin begeistert. Geh mal kurz zu den Kleinen. Wie viel hast denn du schon mitbekommen? Bist ja auch schon 11 Jahre, Lilly. Ja, halt die Bands und so, das finde ich auch cool, dass man jetzt auch, wenn man VIP ist, dass man die so nah sehen kann. Das ist ja auch ganz fair, dass ihr jetzt auch endlich mal ein VIP-Bändel bekommen habt, ne? Ja. Wenn Papa und Mama so lange auf dem Festival sind, dann möchte man auch mal einen gescheiten Ausweis haben. Ja. Kann ich gut verstehen. Das geht der Anna wahrscheinlich ganz genauso, oder? Ja, mir gefällt es halt auch, dass wir uns immer mit Freunden treffen jedes Jahr, mit denen wir dann auch immer ganz viel Spaß haben. Das macht auch sehr viel Spaß. Ihr strahlt alle so. Also das scheint ja eine ganz spezielle Liebe zu sein zum Taubertal-Festival. Was war für dich jetzt 1996 der Grund, hierher zu gehen? Ich stand damals kurz vorm Examen und dann hieß es, hier ist ein Festival. Und dann habe ich gedacht, was, ein Rodenburger Festival? Ja, und dann mit meiner Freundin haben wir das Zelt aufgebaut, sind da runter und haben uns einfach gefreut, kurz vorm Examen nochmal hier die Sau rauszulassen. Ja. Da hast du nicht geahnt, dass du dann 20 Jahre da bist? Nein, habe ich nicht geahnt. Nee, ganz bisschen. Und dass sich das Festival vor allem so entwickelt, was, nee. Da ist man auch ein bisschen stolz, dass es so was Schönes vor der Haustür gibt? Natürlich, auf jeden Fall. Wir, wie gesagt, wenn es vorbei ist, wir warten schon aufs nächste Jahr. Das ist immer so. Ja. Und hast du, Gerd, wolltest du eigentlich eine Frau kennenlernen fürs Leben oder hast du gedacht, nee, der Moment, da ist Live-Musik, das finde ich gut? Ja, für mich war es so, ich war mit Freunden da und ich hätte da nie mitgerechnet, dass sich das entwickelt aus dem Ganzen. Da hat man damals auch gehört, ja, da ist ein Festival, hast halt gedacht, da schaue ich hin mit ein paar Kumpels, aber es war doch schön, dass es so den Weg gegangen ist, wie es jetzt ist, also einwandfrei. Haben Papa und Mama schon mal erzählt, wie die sich da verliebt haben? Ja. Und wie? Also genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall hat die Mama und Papa gesehen und irgendwie hat sich das dann entwickelt, ich weiß es auch nicht genau. Genau weiß ich es wirklich nicht. Aha, Moment. Aber die Anna weiß es. Ja, die Mama hat sich, glaube ich, der war das dann, war ein bisschen schüchtern oder so und hat sich dann, glaube ich, ins Dixi-Klo eingesperrt. Ja, so viel weiß ich noch daran, kann ich, also das hat sie mir erzählt, aber an mehr kann ich mich jetzt nicht erinnern. Du gehst aufs Festival, hast den Typ, siehst den Typ, denkst dir, das ist er. Aber das ist mir jetzt so peinlich, ich muss erst mal ins Dixi-Klo. Das musst du uns schon erzählen. Also ich saß am Hang, ein Kumpel war dabei und dann habe ich ihn unten stehen sehen. Und dann habe ich gesagt, du, der da unten, der wird mir schon gefallen. Und er sprang auf und ging dahin und hat gesagt, du, die da oben, die finde ich ganz interessant. Später musste ich mal aufs Klo und dann habe ich schon gemerkt, der läuft mir hinterher. Und dann war ich auf dem Dixi-Klo und da sind oben so Ritzen, da kann man rausschauen. Da dachte ich, scheiße, der steht da außen. Hier kann ich nicht mehr raus. Und dann hat es schon eine Weile gedauert, bis ich wieder raus bin. Dann hat er mich angequatscht und dann, wow, so war das. Bist du davor stehen geblieben, so lang bis? Bis er irgendwann rauskommen ist. Ich habe dann gedacht, jetzt oder nie. Und dann, Servus, ich bin der Gerd, ich wäre gern dein Mann.
sie ist rausgekommen und da haben wir halt, ja, geflirtet ein wenig, also so, und dann hat sie das halt so eingespielt. Dann bin ich dann mitgegangen zu am Hang mit drauf und dann waren wir irgendwann zusammengesessen und dann sind wir uns näher gekommen. Habt ihr den gleichen Musikgeschmack auch? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Also nicht in allem, weil ich finde manche Lieder gut, die Kinder gut finden, sagt er, das ist nichts, aber im Großen und Ganzen doch. Also es darf ja auch jeder sein eigenes Stil behalten, das wäre ja schlimm. Ja. Was hat denn jetzt dir am besten gefallen die letzten Jahre, wo du schon dabei warst? Ja, einfach, dass man halt so Bands live sehen konnte, die halt schon ziemlich bekannt sind, jetzt zum Beispiel letztes Jahr Sportsfreunde Stiller oder ja, dass man da halt dann einfach dabei war bei so bekannten Bands, das fand ich schon. Ihr wartet doch eigentlich nur darauf, dass ihr so groß seid, dass Mama und Papa hinten am Bierstand bleiben und ihr ganz vorne rein könnt, stimmt's? Eigentlich nicht. Also ich find's ganz schön, wenn man dann was zu füttern hat, sich das Wochenende mal für sich Zeit nimmt. Dann müssen Mama und Papa halt nicht auf die Arbeit. Das ist ganz schön, wenn man dann einfach mal mit der Familie was machen kann. Was ich bei euch jetzt gerade so großartig finde, die meisten gehen ja aufs Taubertal-Festival, auf ein Festival an sich, um mal von ihrem Alltag Abstand zu nehmen, von zu Hause rauszukommen, mal kein Gemecker vom Partner zu hören, mal von den Kindern wegzugehen. Ihr macht genau das Gegenteil. Es ist Familienurlaub bei euch. Ja. Ja, und das geht so gut seit 20 Jahren. Also bei euch und bei dir seit 11 schon. Ja. Und jetzt erzähl mir mal einen ganzen Tag mit Mama und Papa und Schwester hier am Taubertal-Festival. Was macht ihr den ganzen Tag? Außer natürlich Bands schauen. Also wir treffen uns auch immer jedes Jahr mit einer Freundin von der Mama und mit ihrem Bekannten, der da auch immer mitkommt. Und dann treffen wir uns immer mit der und da sind wir meistens am Hang mit denen und schauen halt immer den Bands zu. Ist es cool, dass man Mama und Papa, die Rockfans sind? Festivalfans? Ja, eigentlich schon. Hast du das Gefühl, du wirst auch mal eine? Bestimmt. Vielleicht sogar auf der Bühne? Eher nicht. Nein? Mm-mm. Spielt irgendjemand Instrument bei euch? Aha, die Anna. Welches? Klavier. Wie gut? Ja, 4 Jahre. Und es macht dir sehr viel Spaß? Ja, doch, ja. Dann ist das Ziel, dass du in 20 Jahren tatsächlich vielleicht auf der Bühne und nicht mehr davor stehst? Ich spiele jetzt nicht so wirklich die Rockballaden, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich da irgendwie voll die Rocklieder spiele. Ich spiele eher so dann Mozart oder sowas. Ja, wer weiß, was in 20 Jahren gefragt ist auf der Bühne. Wie hat sich das bei euch beiden dann weiterentwickelt? Ihr habt euch gesehen, verliebt, im Dixi-Klo eingesperrt. Das ausgesessen im wahrsten Sinne des Wortes. Dann hat es funktioniert. Und dann war aber ganz schnell klar, wenn wir zusammenbleiben, wir gehen aber auch jedes Jahr brav weiterhin hierher. Ja, war ziemlich klar. Das einzige Problem war, ich hatte eigentlich eine Stelle weiter weg. Die habe ich dann sausen lassen. Dann wollte ich hier weiterarbeiten in Rothenburg, weil habe ich dann doch nicht angenommen wegen ihm. Ja, und dann war es klar. Dann war ich doch hier und dann, es war klar, dass wir jedes Jahr hier runtergehen. Und das Taubertal-Festival genießen. Ganz kurz haben wir über Highlights gesprochen, außerdem Highlight, dass ihr hier Familie gegründet habt auch und den musikalischen. Wenn ihr jemand anders überzeugen müsstet, dass das tatsächlich das schönste Festival in Deutschland ist, was erzählt ihr ihnen dann? Die ganze Atmosphäre hier, das ist wunderschön, das Taubertal, und wir haben auch schon viele mitgezogen, die wo danach gesagt haben, ja, da komme ich hin, und die Leute sind super toll drauf und einfach das Ganze drumherum und die Organisation. Das ist einfach so schön alles und für uns halt besonders einfach. Das, ja. Hättest du 96 gedacht, dass du 2015 mit Frau und 2 Kindern hier sitzt? Nein, auf keinen Fall. Wie fühlt sich's jetzt an? Super toll. Also ich bin richtig stolz, dass wir das so lange jetzt schon machen und für uns jedes Jahr ein toller Event ist. Und wie gesagt, wir peilen jetzt das 30-Jährige dann an und ja, schauen wir mal, wie lange das noch geht dann. Also wir freuen uns auf euch in 10 Jahren. Ja, also du bist dann mit Sicherheit auch wieder dabei, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wo bist du in 20 Jahren? Weiß ich nicht. Was würdest du dir denn wünschen? Ich habe noch gar keinen richtigen Wunsch, wo ich da bin. Okay, darf muss man glaube ich auch nicht haben, ne? Mit 11, muss ich nicht sein. Wie steht's mit der ein Jahr älteren Schwester? Ja, zum Beispiel mit Freunden hergehen, halt Gleichaltrige, dann mit denen ein bisschen schönes Wochenende verbringen und vielleicht auch mal zelten, ja. Wo siehst du dich in 20 Jahren?
Weiß ich noch nicht. Ich hoffe ja. Ich hoffe ja, aber 20 Jahre, da bin ich ja doch. Mal schauen. Musst du nicht sagen, weil das Alter von Damen wird hier nicht genannt, außer ja, bei den Kleinen. 20 Jahre ist eine lange Zeit. Du hast aber den kleinen Vorteil, dass du meistens sogar noch am Taubertal auch noch Geburtstag hast. Ja. Meine Güte, du kannst ja gar nicht weg. Ja, das ist das Problem. Nächstes Jahr zum Beispiel, ich habe schon so oft die Verwandtschaft ausladen müssen, weil ich halt dann da bin. Und ja, ja, es ist echt schwierig. Ich finde es gut. Das ist einfach, bei euch ist das ein Wort. Ne? Ja. Taubertal ist für euch heilige Zeit, ja, und das wird dann auch so gehandhabt. Finde ich ganz super. Apropos Geburtstag, du bist stolze Besitzerin eines Fahrrades seit deinem Geburtstag hier. Erzähl uns doch das bitte mal. Naja, auf der Bühne stand ein Moderator, der stand da mit dem Fahrrad und wir waren zufällig da vorne und der wollte wissen, wer heute Geburtstag hat. Hat sich keiner gemeldet. Und ich hatte einen Tag davor und dann, bis ich mich umgeschaut habe, stand ich oben auf der Bühne mit dem Fahrrad und der hat mir das geschenkt, der Moderator. Das ging so schnell. Ja. Gibt es das Fahrrad noch? Nein. Nein. Das ist ja auch, oh, ist das jetzt traurig. Ja, aber das ist halt echt schon auch, wie viele Jahre ist denn das her? Das ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre her. Mhm. Okay. Ich habe ein neues seit letztes Jahr. Hast du? Mhm, ich habe ein neues. Wieder versorgt. Ja. Okay, na Gott sei Dank. Nach 15 Jahren darf, glaube ich, ein Fahrrad auch in die Knie gehen, absolut. Ich glaube, dass wir euch so und so, ob heute, ob morgen, ob irgendwann weiterhin begleiten werden, weil diese Geschichte ist zu schön, um sie nicht zu erzählen, um euch nicht einzufangen und euer Strahlen einzufangen, das ihr alle im Gesicht tragt, wenn ihr hier seid. Und dann treiben wir das jetzt auch gar nicht mehr so lange, sondern wünschen euch ganz, ganz viel Spaß vom Taubertal-Blog. Haben uns sehr gefreut, dass ihr euch gemeldet habt und dass ihr hergekommen seid und euch überhaupt vor die Kamera setzt, nicht wahr? Und wir ja noch in einem Buch voller Erinnerungen schwelgen und blättern dürfen. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Alles, alles Liebe, alles, alles Gute auf die nächsten 20 Jahre Taubertal mit der Familie Zesinger. Tschüss! Danke.